Mit der ECMA findet die zweite große Motorradmesse 2014 statt. Das ist natürlich in erster Linie eine Motorradmesse, aber auch die wichtigsten ATV, Quad und Side-by-Side-Hersteller präsentieren hier ihre 2015er Modelle. Und es gibt sogar einige Weltpremieren. So war auf der ECMA 2014 erstmals in Europa die komplette Polaris-Flotte 2015 zu sehen. Vorgestellt haben wir die Side-by-Sides und ATVs bereits in ATV und Quad-Magazin 2014-19. In Mailand konnte man Sportsman 1000 und Co. dann auch anfassen. Und auch die Ace 570, das einsitzige Side-by-Side von Polaris, das 2015 auch mit einem kräftigen Motor zu haben sein wird. Doch jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach einem Sportquad, der 2015er Yamaha Raptor, die wir auf der Intermod in Köln vermisst haben. Naja, die niedlichen Jacken und Höschen hier kann ich mir nicht so recht in der Schlammgrube vorstellen. Immerhin gibt es zwischendurch interessantes Zubehör, das sich für ATVs und Quads gebrauchen lässt. Schönen guten Tag, ich bin Stefan Pahnke, der Gebietsleiter von ITP für Europa. Und ich möchte heute gerne hier in Mailand unsere neue Hurricane-Felge vorstellen. Das ist praktisch die erste Felge aus unserer neuen Storm-Serie. Und diese Felge ist verfügbar in allen typischen Anschlussmaßen und Größen. Und ich gehe davon aus, dass sie bei den Kunden sehr gut ankommen wird. Also irgendwie ist das komisch hier in Italien. Den meisten Quads fehlen ja zwei Räder. Ein Lichtblick dann aber auf dem Stand von CF Moto. And this is our new baby, 400cc ATV. It will be launched during 2015. Weltpremiere. Ein hübsches Mittelklasse-ATV bringt der chinesische Hersteller 2015 mit der Seaforce 425i auf den Markt. Und hübsche Beine hat sie auch. Die brandneue Seaforce 550 stand bereits in Köln und die Seaforce 800 wurde in Details verbessert. Neu bei Kymco, das Mittelklasse Side-by-Side UXV 450 und die Maxa 450i, bei welcher der bekannten Allradlerin nun auch eine 4x2-Variante zur Seite gestellt wurde. Mit dem Quadro 4 präsentiert der italienische Hersteller Quadro einen Roller mit vier Rädern, der die Vorzüge eines Rollers, Frischluftvergnügen und Wendigkeit, mit der Spurstabilität eines Autos verbinden soll. Obendrein scheint das Ding geländegängig zu sein. Irgendwie ein Quad mit Straßentauglichkeit also. Auch wenn es ja erstaunlich ist, was die Italiener alles mit Quads und ATVs machen, jetzt suchen wir aber mal weiter nach der Raptor. Hello, this is the new 600cc Aeon vehicle made by Aeon. This project is totally new and is formally launched on this edition of the ECMA. We do a lot of effort to develop the new vehicle in terms of design and the engine power. Nein, keine Raptor, aber überaus nett anzuschauen. Das neue ATV von Aeon, die Crossland 600. Die Aeon Cobra 400 wurde in Details überarbeitet. Ganz neu im Programm bei Aeon, der BPG Shredder, siehe unseren Beitrag Offroad Skateboard in ATV und Quad Magazin 2014-5-6. Und wo ist jetzt endlich die neue Raptor? Neu bei Wanda. Der P3006 als straßentauglicher ATV-Reifen. Ups, nicht von schlechten Eltern.
Auch wenn uns die komischen Zweirad-Quads hier eher ungeeignet erscheinen, was da auf ihnen sitzt, würden wir dann schon gern mal in der Schlammgrube sehen. Talentierte Bewegungen zeigt der Elektro-Dreiradroller Sway aus Kalifornien. Rein mechanisch übrigens, nix elektronisch. Okay, bei Yamaha wären wir dann mal. 200 PS hat der neue R1-Motor. Das wäre doch mal was für eine Raptor. So, jetzt reicht's aber. Nix wie hin zur neuen Raptor. So, hier in Mailand haben wir sie, die wir in Köln ja noch vermisst haben. Die 2015er Yamaha Raptor 700 mit neuem, abgasmäßig überarbeitetem Motor, neuem Fahrwerk und vor allem auch großen Rädern. Na klasse. Yamaha hat seine Hausaufgaben gemacht, ebenso Aeon, CF Moto und Polaris. Dann freuen wir uns auf die neuen Modelle 2015, die bereits in Kürze bei den Händlern stehen. Immer nach dem Motto, Raptor gut, alles gut.